Was ist Warhammer Vermintide 2? Diese Frage wollen wir heute klären, denn ich möchte ein paar Videos auf meinem Kanal bringen und deswegen mache ich dazu ein extra Erklärvideo. Warhammer Vermintide 2 ist ein FPS mit Rollenspielelementen im Warhammer-Universum, in dem es darum geht, mit einer Gruppe aus 4 Leuten, einem selbst und 3 Bots, fremden Menschen oder seinen Freunden, vom Levelanfang bis zum Levelende zu kommen und dabei Aufgaben zu erledigen, um im Gebiet weiterzukommen. Durch dieses Spielprinzip erinnert das Spiel stark an die Left 4 Dead-Reihe, was nichts Schlechtes ist, denn Spiele dieser Art sind eher selten und der letzte Left 4 Dead-Teil ist auch schon wieder mehr als 8 Jahre alt. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie und ich sag euch mal was zu den Klassen. Denn hier haben wir eine Charakterauswahl sozusagen aus 5 Helden, die jeweils 3 Unterklassen haben. Zum einen hätten wir da Markus Gruber, ein Soldat des Imperiums, den Zwerg Bardin Gorexon, die Waldelfe Kirillien, Viktor Salzbrand und die Feuermagierin Siene Fuegonassus. Kein Held kann in einer Gruppe doppelt vorkommen, das heißt zum Beispiel keine 2 Viktor Salzbrands in ein und derselben Gruppe. Das sorgt dafür, dass die Gruppen ein wenig durchgemischt werden. Dann gibt es natürlich, habe ich ja vorhin erwähnt, Unterklassen. Die ersten Unterklassen dieses Helden sind sofort freigeschalten, die 2 weiteren Unterklassen dieses Helden werden aber jeweils auf Charakterstufe 7 und 12 freigeschalten. Zu den Charakterstufen komme ich später nochmal, jetzt machen wir erstmal weiter mit den Unterklassen. Durch die Unterklassen werden die 5 Helden sehr flexibel spielbar. Nehmen wir als Beispiel Viktor Salzbrand. Ja, das ist der Held, den ich zurzeit am meisten spiele. Als Hexenjägerhauptmann hat er zum Beispiel die Fähigkeit, Feinde zu markieren, wodurch sie mehr Schaden nehmen, also von der gesamten Gruppe. Oder er hat auch seine Berufsfähigkeit, in anderen Worten seine Ulti, Anfeindung. Diese schleudert Gegner zurück, also Gegner in seiner näheren Umgebung, und sorgt dafür, dass die gesamte Gruppe eine erhöhte kritische Trefferchance hat. Das heißt, er ist eher Support, also unterstützend den anderen gegenüber, durch das Feinde markieren, und die nehmen dann mehr Schaden, und das Feinde wegstoßen und die Crit-Chance der ganzen Gruppe zu erhöhen. Als Kopfgeldjäger hingegen ist er eher fürs Schadenausteilen zuständig, indem seine Schüsse alle 10 Sekunden oder nach jedem Nahkampfkill kritisch treffen und seine Ulti ein mächtiger Schuss ist, der Gegner durchschlägt und viel Schaden verursacht. Derselbe Held, unterschiedliche Spielweisen. Außerdem hat jede Unterklasse auch einen eigenen Talentbaum, der den unterschiedlichen Klassen noch mehr Individualisierung bietet. Hat man sich nun für einen Helden entschieden, kann es auch schon losgehen. Man geht zum Missionsbrett, entscheidet, was man spielen möchte, entweder ein schnelles Spiel, in dem man zufällig in eine Partie mit anderen geworfen wird, wofür man auch eine Belohnung bekommt, welche ich später nochmal behandeln werde, oder eine bestimmte Mission, weil sie einem gefällt oder man einfach in der Story weiterkommen will und neue Missionen freischalten will. Denn hier kann man durch die strikte Spielersuche dafür sorgen, immer am Anfang einer Mission anzufangen und nicht mittendrin einzusteigen, weil ein Spieler die Gruppe verlassen hat, in die man gekommen ist. In der Mission selbst hat man bestimmte Aufgaben. Läute eine Glocke zur Ablenkung, sprenge ein Anwesen in die Luft oder töte einen Boss. Auf dem Weg zu den Aufgaben kommen einem aber immer Horden von Gegnern entgegen. Kleine Sklaven, beziehungsweise, ne, wenn ich weiß, was Sklaven sind, das sind Rattenmenschen. Oder auch Norska, wenn ich weiß, was Norska sind, das sind sozusagen Chaos-Barbaren. Oder Barbaren einfach nur. Und auch schwächere oder stärkere Spezialeinheiten. Das heißt zum Beispiel ein dick gepanzerter Chaoskrieger, der halt Rüstung hat. Oder zum Beispiel ein riesiger Troll, der dann auch schon eine eigene Lebensleiste hat. Also sowas wie ein kleiner Zwischenboss im Level ist. Oder auch besondere Skaven, die mit Gatling Guns bewaffnet sind oder Giftbomben werfen. Und das sind nur einige der Spezialeinheiten. Da gibt es noch ein paar mehr. Außerdem gibt es besondere Gegner, die den Spieler festhalten können. Ja, zum Beispiel der Gutter Runner. Das ist ein Skaven-Assassine, der den Spieler anspringt oder ein Gruppenmitglied und ihn am Boden festhält und die ganze Zeit Schaden macht. Das heißt, wenn man sich zu weit aufteilt, ja, oder zu weite Laufwege hat, dann, wenn einer zum Beispiel vorgeprescht ist oder einer zu weit hinten geblieben ist, dann sorgt es dafür, dass der wahrscheinlich stirbt und man ihm nicht helfen kann. Das wiederum sorgt natürlich auch dafür, dass das Gruppenspiel forciert wird. Das heißt, man sollte zusammenbleiben und immer mit der Gruppe zusammenlaufen. Es gibt noch andere Spezialeinheiten, die einen festhalten können, aber das seht ihr dann in den Spielen selbst. Dann gibt es auch wieder Stellen, von denen es kein Zurück mehr gibt. Das heißt, wenn man diese Stelle überschritten hat,
dann kann man nicht mehr zurück. Ja? Es gibt keine Möglichkeit, weil das durch einen Abhang zum Beispiel so geregelt wurde, dass man einfach irgendwo runterspringen muss und dadurch dann kein Weg mehr zurück da ist. Das heißt, man sollte auch immer diese Punkte geschlossen überschreiten, denn wenn man einen zum Beispiel zurücklässt, kann man ihm nicht mehr helfen, falls jemand ihn hinten anspringt oder er hinten stirbt. Falls jemand seine gesamte Gesundheit verloren hat, heißt das noch lange nicht, dass das jetzt das Ende ist. Man kann jemanden noch immer aufheben, der am Boden liegt, blutet zwar aus, also er hat einen roten Balken, der kontinuierlich abnimmt, aber man kann ihn theoretisch aufheben und dafür sorgen, dass er dann wieder am Gefecht teilnehmen kann. Sollte er aber auch ausbluten, dann ist er erstmal tot, beziehungsweise wird er verschleppt sozusagen. Denn man hat nach einer gewissen Zeit wieder einen Respawn, das heißt, man taucht wieder auf an einem späteren Platz im Level und die anderen Spieler müssen einen befreien. Das heißt, ist er dann befreit worden von den anderen Spielern, ist das gar kein Problem, dann ist er wieder ein vollständiges Gruppenmitglied und kann wieder mit dem Gefecht mitmachen. In den Levels selbst findet man auch noch Gegenstände. Das sind zum Beispiel die Gesundheitstränke und die Verbände. Die sind ein Inventarslot, also die haben einen festen Inventarslot. Und dann gibt es noch die Brand- und Sprengbomben, das heißt, da gibt es Unterschiede. Brandbombe macht eine Feuerlache wie ein Molotow-Cocktail. Sprengbombe fliegt einfach in die Luft. Die haben einen weiteren Inventarslot. Und dann gibt es noch verschiedene Buff-Tränke. Das heißt zum Beispiel ein Trank der Geschwindigkeit, ein Trank der Stärke oder ein Trank der Konzentration, die zum Beispiel die Geschwindigkeit, die Kraft oder auch der Trank der Konzentration dafür sorgt, dass du deine Ulti schneller auflädst. Alle diese Gegenstände sollten natürlich mit Bedacht eingesetzt werden, da die eher rar im Level sind, das heißt, die tauchen nicht so oft auf. Dann gibt es noch andere Gegenstände, die dafür sorgen, dass die Belohnung am Ende oder nach Abschluss eines Levels verbessert wird. Das wären zum einen Folianten. Davon gibt es in jedem Level 3, die sind immer an festen Orten versteckt. Die nehmen aber den Platz für den Heilgegenstand ein. Dann gibt es noch 2 Grimoires in jedem Level, die wiederum sorgen dafür, dass man weniger Leben hat. Jedes Grimoire senkt das maximale Leben um 25%. Das heißt, wenn man 2 hat, hat man nur noch 50% seines maximalen Lebens. Das ist natürlich nochmal eine extra Herausforderung für die Spieler, sorgt aber wie gesagt auch dafür, dass die Beute am Ende besser ist. Dann findet man noch Beutewürfel, die findet man zufällig im Level, also die können spawnen oder nicht, und die haben aber keinen Nachteil und erhöhen auch die Beutequalität. Die verbesserte Beute und die Erfahrung, die man durch diese Gegenstände am Ende eines Levels bekommt, zählen für alle Gruppenmitglieder. Das heißt, man muss nicht der sein, der den Folianten trägt, sondern es zählt wirklich für alle. Wenn man das Level dann erfolgreich abschließt oder die Mission, dann kriegt man am Ende für die Spielweise auch entsprechend Erfahrung. Das heißt zum Beispiel, je nach Schwierigkeitsgrad kriegst du mehr Erfahrung oder weniger. Sind alle lebend angekommen, ist auch ein Kriterium. Wie viele Folianten hat man dabei und auch die Grimoires zum Beispiel. Für die Erfahrung kriegt man dann Charakterstufen, bei der man bei jeder Charakterstufe dann jeweils nochmal eine Kiste bekommt, die Ausrüstung für den Charakter hat. Und man bekommt auch nach dem erfolgreichen Beenden immer eine Kiste für das Level, für das Abschließen des Levels. Hier werden auch nochmal die Boni von den Folianten, von den Grimoires und von den Beutewürfeln draufgerechnet und außerdem auch den vorher erwähnten Bonus für das schnelle Spiel kriegt man hier draufgerechnet. Das heißt, das erhöht nochmal die Qualität der Beute, die man danach bekommt oder die Chance, höhere Qualität zu bekommen. Damit kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt des Spiels, der Ausrüstung. In jeder Kiste ist neue Ausrüstung für den Helden und nur für deinen Helden. Es können also keine Waffen für den Zwerg rauskommen, wenn du mit dem Imperium-Soldaten spielst, als Beispiel jetzt. Das können neue Fern- und Nahkampfwaffen sein, die man erst mit späteren Charakterstufen freischaltet und einen höheren Kraftwert haben als die eigene Waffe oder Halsketten, Amulette oder Schmuckstücke, die auch die Kraft erhöhen. Wobei in diesem Spiel hier Kraft angibt, wie viel Schaden du austeilst. Das heißt, mehr Kraft gleich mehr Schaden. Als weiterer Punkt bei der Beute kommt dann auch noch die Seltenheit. Es gibt verschiedene Seltenheitsstufen. Hier gibt es dann als erste Stufe die graue bzw. weiße Seltenheitsstufe. Die hat keine besonderen Eigenschaften. Dann gibt es die grüne Seltenheitsstufe. Die hat eine besondere Eigenschaft. Die blaue Seltenheitsstufe. Die hat 2 besondere Eigenschaften. Dann die orangene Seltenheitsstufe.
Die hat zwei besondere Eigenschaften und eine legendäre Eigenschaft. Und zu guter Letzt die rote Seltenheitsstufe. Die hat auch zwei besondere Eigenschaften, aber mit den höchstmöglichen Werten, die diese haben können. Und auch noch eine legendäre Eigenschaft dazu. Zur orangen und roten Seltenheit kann ich jetzt in diesem Moment wenig sagen. Laut Reddit gibt es die rote Seltenheitsstufe erst im Endgame, das heißt auf den höchsten beiden Schwierigkeitsgraden, also erst mit 300er Kraftbeute. Zu den legendären Eigenschaften kann ich auch noch wenig sagen, da ich selbst noch keine orangene oder rote Beute zu Gesicht bekommen habe. Zu den anderen besonderen Eigenschaften kann ich aber als Beispiel geben, zum Beispiel man hat verkürzte Respawn-Zeit, man hat eine erhöhte Crit-Chance oder man macht einfach mehr Schaden gegen eine bestimmte Gegnerart, zum Beispiel gegen Skaven, also Rattenmenschen. Hier noch ein kleiner Tipp am Rande, die Kisten, die man durch Stufenaufstiege bekommt, ja, also durch Charakterstufenaufstiege, die haben ja einen Maximalstärkewert von 300. Das heißt, diese Kisten sollte man aufsparen, weil sie später natürlich bessere Beute abwerfen. Also mit höherem Level kriegst du dann bessere Beute daraus. Diesen Fehler habe ich selbst gemacht und sie vorher schon geöffnet. Zumindest die Kisten, die ich bis jetzt freigeschaltet habe. In Zukunft werde ich sie aber auch aufsparen, bis ich dann die Höchststufe erreicht habe. Dazu kommt noch, es gibt ein Crafting-System, welches einem erlaubt, Sachen, die man nicht mehr braucht, in ihre Einzelteile zu zerlegen und dadurch zum Beispiel neue Sachen herzustellen, seine alten Sachen aufzuwerten oder die Eigenschaften neu auszuwürfeln. Zusammengefasst kann man sagen, es ist ein wirklich interessantes Spiel. Zumindest für mich. Ich hoffe natürlich auch für euch. Ja, es ist ein FPS im Warhammer-Universum, das nicht wirklich Waffen benutzt. Also ich meine Fernkampfwaffen, sowas wie Gewehre oder sowas, sondern Nahkampfwaffen. Und noch eine Rollenspielmechanik hat, durch die Stufenaufstiege, dadurch, dass man neue Talentbäume kriegt. Und auch nochmal diesen Loot-Aspekt hat. Das heißt also, man immer nach neuem Loot sozusagen lechzt. Einen neuen Loot finden möchte. Und es ist ein sehr schönes Spiel, um es mit Freunden zu spielen. Das heißt, wenn man ein paar Kumpels hat, mit denen man spielen möchte, super toll, einfach ins TS oder in den Discord gehen und zusammen anfangen zu daddeln. Ich hoffe, die Informationen waren hilfreich und ihr versteht das Spiel jetzt ein bisschen besser. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch die Folgen von mir anguckt und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Euer Schulzmann.